Die Historiker, die muslimischen Historiker, erwähnen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 27 Ghazawat hatte, also an 27 Ghazawat hat er teilgenommen. Aktiv teilgenommen hat er davon in 6 und er hatte mehrere Saraya, 47 Saraya. Also 47 Heere hat er losgesandt und an 27 hat er teilgenommen. Das mag nach sehr viel klingen, richtig? Klingt nach sehr viel. Deswegen hier, ich habe einen kleinen Videoausschnitt hier rausgesucht. Ich wollte euch mal was zeigen. Diesen sogenannten Islam-Spezialisten. Hören wir mal kurz, was er sagt. Hamid Abdus Samad. Dass er in den letzten acht Jahren seines Lebens 80 bis 90 Kriege geführt hat. Ghazawat und Saraya. Ja. Ja. Die Begriffe kennt er. Er sagt 80 bis 90 Kriege in den letzten 8 Jahren seines Lebens. Also wir haben gesagt hier, dass der Prophet 27 Ghazawat geführt hat und 47 Saraya. Ich habe ja eben gerade gesagt, das klingt wirklich nach sehr viel. Aber entweder tut dieser Mann das bewusst hier, diverse Informationen auslassen, bewusst, und er lässt das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, so düster und finster klingen. 80, mehr als 80 Kriege hat er geführt. Wenn man das Wort Kriege schon benutzt, suggeriert das einen ganz falschen Eindruck. Die Raswa des Propheten sallallahu alaihi wasallam kann manchmal, wie die, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ich glaube, sie nannten das Raswat Ain al-Hamra oder so. Das war nach Uhud. Das zählt als eine Raswa. Was ist da passiert? Eine Truppe geht raus, um einen kommenden Feind abzufangen, sozusagen. Nachdem die Mushrikun bei der Schlacht von Uhud wieder zurückgezogen sind, hatten sie wieder kurz für einen Moment das Vorhaben, wieder umzudrehen und die Sache sozusagen letztendlich zu beenden. Nicht einfach wieder zurückzugehen, ohne die eigentliche Mission zu erfüllen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davon mitbekommen und hat wieder, also hat einige Leute zusammengescharrt, die hinausgehen sollen, um diesen Feind abzufangen, der jetzt wieder auf dem Rückweg ist. Es ist aber nicht dazu gekommen. Die Mushrikun haben sich dann doch wieder anders überlegt und sind zurückgegangen. Das nennen wir eine Raswa. Das war eine Raswa. Oder eine Serie, je nachdem. Auch das Wort, nochmal, das Wort Krieg suggeriert, wenn wir heute im Kontext von Kriegen sprechen, was verstehen wir denn darunter? Wir verstehen Hunderttausende, Millionen Opfer. Wobei meistens die zivilen Opfer immer einen viel größeren Anteil haben. Wir haben also Dutzende Opfer. Meistens sind die zivilen Opfer größer als die Opfer des Heeres oder die Opfer der unter den Soldaten. Es gibt hier eine kleine Statistik, die hat ein bekannter Mann zusammengestellt, der sich mit der Historik beschäftigt, der ist Dr. Raghib al-Sirjani. Er hat einen kleinen Artikel verfasst mit der Überschrift: Waren die Kriege des Propheten sallallahu alaihi wasallam blutige Kriege? Waren das blutige Kriege? Und dann sagt er hier, erzählt erstmal die Kriege auf, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam geführt hat. Und da sagt er, das sind 25 oder 27, je nachdem, manche haben ein, zwei Dinge nicht mitgezählt. 25 oder 27 und die Saraya oder diese Saria, das waren, er zählt hier 38 auf, wir haben gesagt 47. Auch hier kann es unter den Historikern mal Unstimmigkeiten gar ergeben, war das überhaupt diese Aktion? Zählen wir das überhaupt als eine Serie oder nicht? Wie dem auch sei, ungefähr in diesem Rahmen liegt das Ganze. So, wie viele Tote gab es?
Und man mag vielleicht denken, gut, die Möglichkeiten waren ja damals nicht so gegeben. Die hatten keine Massenvernichtungswaffen gehabt. Sie hatten keine Atombomben gehabt und keine Panzer. Aber wir wissen aus der Historik auch, dass wenn man möchte, kann man viel mehr töten. Also wir haben auch in den Zeiten, wir haben in den nächsten Jahrhunderten Massenmorde erlebt, Massenvernichtungen erlebt, die in der Geschichte auch festgehalten sind. Ganz geschweige denn von dem, was die Tataren angestellt haben. Die Tataren haben ja unzählige Menschen umgebracht. Hunderttausende von Menschen umgebracht, auch nur mit Schwerten und mit diesen leichten Waffen. Tayyip, er hat uns hier mal die Aufgabe genommen, er hat alles zusammengezählt, was in den historischen Büchern erwähnt wird. Wir finden nämlich da immer Daten in den historischen Büchern, auch wenn sie manchmal unstimmig sind, das schadet aber nicht. Daten, wie viele Leute auf Seite des Propheten zum Muslim gestorben sind, wie viele Leute auf Seite der Feinde gestorben sind. Wie gesagt, es kann mal Plus Minus geben, aber das ist nicht so dramatisch. Es geht hier nur um eine ungefähre Anzahl. Also er sagt, لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك على مدار 10 سنوات كاملة 262 شهيدا. Die Anzahl der muslimischen Märtyrer in allen Schlachten des Propheten صلى الله عليه وسلم, allen Zügen des Propheten صلى الله عليه وسلم, die wir aufgezählt haben, Ghazawat inklusive Saraya sind, was denkt ihr ungefähr 262 Leute auf der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben. Tayyib. Die Anzahl der Todesopfer auf Seite seiner Feinde, er sagt, wa balagha adadu qatla a'da'ihi sallallahu alaihi wasallam, die Anzahl seiner Feinde, seiner getöteten Feinde, und er hat inklusive jene einbezogen, die einzeln getötet worden sind. Einzeln, also das heißt nicht im Krieg, sondern beispielsweise wie der Vorfall von, wie hieß er nochmal? Ka'b ibn al-Ashraf. Er wurde einzeln umgebracht. Er hatte inklusive mitgerechnet alles. Ja. Er sagt 1022 Leute. 1022 Leute. Das ist wirklich im Vergleich zu den beteiligten Leuten, die an den einzelnen Schlachten beteiligt waren, eine sehr geringe Anzahl. Er hat das auch ausgerechnet. Er sagt, die Anzahl oder die Rate der muslimischen Märtyrer in Bezug auf das Heer, auf das gesamte Heer, macht nur 1% aus. Und in Bezug auf das Heer der Mushrikun und ihren Todesopfern, das machen gerade 2% aus. Meshi? Also 1,5% im Durchschnitt. So. Im Vergleich dazu hat er auch mal ausgerechnet, wie die Kriege in der modernen Zivilisation aussehen. In der modernen Zivilisation. Und hat uns diese prozentuale Rate hier auch mal ausgerechnet. Da liegt die Todesrate bei 351%. 351%. Und hier haben wir auch mal eine kleine Statistik. Die kann ich euch auch mal zeigen. So, das ist nur der Zweite Weltkrieg. Zahl der Toten nach Staaten im Zweiten Weltkrieg. In den Jahren 1939. Bis 1945. Der Zweite Weltkrieg begann mit dem Überfall des Deutschen Reiches auf Polen im Herbst 1939. In der Folge wurde weltweit gekämpft und es wurden Kriegsverbrechen und Massenmorde verübt. Insgesamt wurden schätzungsweise mehr als 70 Millionen Menschen getötet. 70 Millionen Menschen.
Die höchsten Verluste musste die Sowjetunion verzeichnen. Rund 10 Millionen Soldaten der Roten Armee wurden getötet oder starben in Kriegsgefangenschaft. Insgesamt verloren sie mindestens 24 Millionen sowjetische Bürger. Insgesamt verloren mindestens 24 Millionen sowjetische Bürger ihr Leben. Und das ist interessant. Was ist interessant? Schaut mal, dieser schwarze, der Balken, der schwarz gefärbte Balken gibt die, der gibt die, wie heißen sie, die Opfer unter dem zivilen Volk an. Und das hier, dieser blaue, das sind die Soldaten. Wenn man betrachtet, sind meistens die zivilen Opfer viel in der Anzahl viel höher als die Opfer unter den Soldaten. Das heißt, auch wenn diese 80 Affen, auch wenn diese Anzahl der Reservat nach sehr viel klingt, es war viel, viel harmloser, als es eigentlich erscheint. Hier haben wir auch ein kleines interessantes Magazin, das PM. Und hier ist ein, das ist aus dem Jahr, wo ist das? 2012. Die 21 größten Tyrannen der Weltgeschichte. 21 größten Tyrannen der Weltgeschichte. Interessanterweise, die meisten dieser Tyrannen stammen aus dem 20. Jahrhundert und nicht aus der Antike oder aus der Zeit des Propheten zu müssen. Ich zeige euch schon mal ein paar Abschnitte hier aus. Die 21 größten Tyrannen. So, das haben wir hier. Wir haben einmal den Chinesen Mao, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Mao Zedong. Der ist 1976 gestorben und er sagt hier, die Zahl während seiner Kulturrevolution umgekommenen Chinesen wird auf 44 Millionen bis 72 Millionen geschätzt. Dann haben wir den Faschisten Mussolini, 1945 gestorben, der eitelste aller Diktatoren der Neuzeit. Von Afrika bis in den Balkan mordete seine Geheimpolizei 21 Millionen. Tote gehen auf das Konto von diesem Faschisten. Dann Hitler, auch 1945. Adolf Hitler, da hier heißt es 25 Millionen Menschen. Dann haben wir in Spanien den Francisco. 1,2 Millionen Menschen überlebten seine Diktatur nicht.